Riesige Sandbänke bestimmen die Inselwelt der Bahamas. Sie bestehen aus Kalk, der ständig neu gebildet wird. In der wohl produktivsten Kalkfabrik der Natur. Der weitaus größte Teil des Kalks auf unserer Erde ist im Meer entstanden. Im seichten Wasser der Bahama-Bänke schlägt sich Kalkschlamm direkt aus dem Meerwasser nieder. Weitaus mehr Kalk aber produzieren Meerestiere. Ihre Panzer und Schalen, ihre Stützskelette und Gehäuse bilden sie aus Kalk. Auch die Korallen bauen sich ihre gemeinsame Wohnung aus Kalk. So entstehen Korallenriffe, die größten Bauwerke dieser Welt. Unten im Riff verputzen Rotalgen und Moostierchen die Wände mit Kalkkrusten. Eingeschwemmter Sand füllt nach und nach die Hohlräume und macht aus dem Riffgerüst dichtes Gestein. Noch viele andere Lebewesen tragen zur Kalkproduktion bei. Algen zum Beispiel. Seepocken und Röhrenwürmer. Schwämme und Hornkorallen. Sterben all diese Pflanzen und Tiere, dann bleiben ihre Kalkreste am Meeresboden zurück, häufen sich zu immer dickeren Schichten und verdichten im Lauf langer Zeit zu Kalkgestein. Kräfte des Erdinnern können die Gesteinsschichten herausheben und zu Gebirgen auftürmen, wie zum Beispiel die Alpen. Sobald die Meereskalke Wind und Wetter ausgesetzt sind, werden sie wieder abgebaut. Wasser spielt dabei eine wichtige Rolle, vor allem Regenwasser. Regenwasser enthält Kohlenstoffdioxid, das es aus der Luft aufnimmt. Je mehr es mit diesem Gas angereichert ist, desto mehr setzt es dem Kalk zu. Dieser Vorgang der chemischen Verwitterung aber löst den Kalk nur scheinbar. Er verwandelt ihn vielmehr in lösliche Produkte, die dann vom Wasser abtransportiert werden können. Grundlage für die Kalkverwitterung ist eine einfache chemische Reaktion. Kalk ist Calciumcarbonat. Reines Wasser kann ihm kaum etwas anhaben. Enthält das Wasser jedoch Kohlenstoffdioxid, so reagiert dieses Gas mit Wasser unter Bildung von Kohlensäure. Kohlensäure reagiert mit Calciumcarbonat unter Bildung von Calciumhydrogencarbonat, das in Wasser gut löslich ist. Besser lässt sich dieser Vorgang anhand des Teilchenmodells erklären. Calciumcarbonat besteht aus zweifach positiv geladenen Calciumionen und zweifach negativ geladenen Carbonationen. In Wasser ist Calciumcarbonat nahezu unlöslich. Nimmt das Wasser jedoch aus der Luft Kohlenstoffdioxid auf, so reagiert ein Teil der Kohlenstoffdioxidmoleküle mit den Wassermolekülen zu Kohlensäure. Im Kohlensäuremolekül ist eine CO3-Gruppe mit zwei Wasserstoffatomen verbunden. Reagiert ein Kohlensäuremolekül mit Calciumcarbonat, so kommt es zur Übertragung eines Wasserstoffions. Das Kohlensäuremolekül gibt ein Wasserstoffion ab und wird zu einem Hydrogencarbonation. Das Carbonation hat ein Wasserstoffion aufgenommen und ist ebenfalls zu einem Hydrogencarbonation geworden. Mit einem Calcium-Ion löst es sich aus dem Gitterverband. Mit jedem Kohlensäuremolekül, das am Gitter angreift, wiederholt sich dieser Vorgang. Da ein Wasserstoffion dabei übertragen wird, handelt es sich um eine Säure-Base-Reaktion.
Bei der Kalkverwitterung wird also das nahezu unlösliche Calciumcarbonat mit Hilfe der Kohlensäure in lösliches Calciumhydrogencarbonat umgewandelt. In dieser Form wird es vom Wasser weggetragen. Bäche und Flüsse in Kalklandschaften sind meistens mit Calciumhydrogencarbonat angereichert. Vielfach ist das Wasser sogar damit übersättigt, sodass schon geringfügige Änderungen der äußeren Bedingungen genügen, um die Reaktion wieder umzukehren. Das Ergebnis ist Kalkbildung. Sehen wir uns auch den Vorgang der Kalkbildung als chemische Reaktion an. Im Wasser sind Calcium- und Hydrogencarbonat-Ionen sowie Kohlensäure vorhanden. Erhöht sich die Wassertemperatur, dann zerfällt die Kohlensäure in Wasser und in Kohlenstoffdioxid, das in die Luft entweicht. Als Folge davon reagieren zwei Hydrogencarbonat-Ionen zu einem Carbonation und zu einem Kohlensäuremolekül. Das Kohlensäuremolekül zerfällt wieder. Das Carbonation bildet mit einem Calcium-Ion unlösliches Calciumcarbonat. Es entsteht neuer Kalk. Der Vorgang noch einmal im Teilchenmodell. Im Wasser sind Calcium-Ionen, Hydrogencarbonat-Ionen und Kohlensäure vorhanden. In der Wärme zerfällt die Kohlensäure, verstärkt in Kohlenstoffdioxid und Wasser. Das hat zur Folge, dass zwei Hydrogencarbonat-Ionen miteinander reagieren. Eines gibt ein Wasserstoffion ab und wird zu einem Carbonation. Das zweite hat das Wasserstoffion aufgenommen und ist zu einem Kohlensäuremolekül geworden. Das Carbonation verbindet sich mit einem Calcium-Ion. Es entsteht neues Calciumcarbonat. Das Kohlensäuremolekül zerfällt in Wasser und Kohlenstoffdioxid. Mit jedem neu gebildeten Calciumcarbonat baut sich das Gitter weiter auf. Kalk kristallisiert aus. Die verschiedenen Stadien des Kalkkreislaufs können wir in der Natur gut beobachten. Zum Beispiel in der Alb, einem Kalkgebirge, das sich quer durch Süddeutschland zieht. Die Kalkgesteine der Alb sind einst im Meer entstanden. Sie sind geschichtet und immer wieder findet man versteinerte Meerestiere. Bei der Hebung aus dem Meer sind die Gesteinsschichten zerbrochen und auseinandergerissen. Durch die Risse und Klüfte kann das Regenwasser in den Untergrund ablaufen. Mit Kohlenstoffdioxid aus der Luft angereichert, nagt es am Kalkgestein und erweitert haarfeine Fugen zu immer breiteren Spalten. Die Landschaft der Alp ist von der Kalkverwitterung geformt. Flüsse versickern und hinterlassen trockene Täler. Riesige Trichter, Dolinen, senken sich in den brüchigen Felsboden. Weitverzweigte Höhlen durchziehen den Kalkuntergrund. Das in die Höhlen eindringende Wasser ist mit Calciumhydrogencarbonat angereichert. Beim Abtropfen scheidet sich Kalk ab. So wachsen an jeder Tropfstelle die Stalaktiten aus der Höhlendecke. Treffen die Wassertropfen am Boden auf,
scheidet sich ebenfalls Kalk aus. Es entstehen die Stalagmiten, oft in wunderlichen Formen. In den tiefen Bereichen der Höhle sammelt sich das Wasser zum Bach. Noch immer enthält es genügend Calciumhydrogencarbonat. Fließt nur wenig Wasser, scheidet sich am Boden des Bachbettes neuer Kalk ab. Nach starken Regenfällen aber, wenn der Bach anschwillt, wird der Kalk der Höhlenwände abgebaut. Kalkverwitterung löst dann die Kalkbildung wieder ab. In den Karstquellen tritt das Höhlenwasser zutage. Noch immer enthält es reichlich gelöstes Calciumhydrogencarbonat. Solange das Wasser ungehindert fließen kann, bleibt das Hydrogencarbonat in Lösung. Stellen sich aber Hindernisse in den Weg, so kommt es durch die Verdunstung des Wassers zu neuer Kalkbildung. Pflanzen spielen dabei eine wichtige Rolle. Moose und Algen verbrauchen bei ihrem Stoffwechsel Kohlenstoffdioxid, das sie dem Wasser entziehen. Dadurch wird Kalk ausgefällt, der sich als Kalktuff abscheidet. Die Kalkfällung ist so intensiv, dass die Pflanzen überkrustet und selbst Teil des Gesteins werden. So bauen sich im Sprühregen des Wasserfalls immer größere Kalkmassen auf. Kalkbildung und Kalkverwitterung. Über das Wasser sind sie untrennbar miteinander verbunden. Wasser stellt die Verbindungen bereit, aus denen Kalk entsteht. Mit Kohlenstoffdioxid aber bildet es Kohlensäure, die den Kalk wieder zersetzt. Bäche und Flüsse tragen die gelöste Kalkfracht fort. 1 Milliarde Tonnen Kalk, so schätzt man, spülen sie pro Jahr in die Ozeane der Welt. Grundstoff für neue Kalkbildung in einem nie endenden Kreislauf.